Im Grunde unterscheidet sich der jeweilige Glasfaserkabelaufbau nur im Kern. Der Außendurchmesser beträgt meist 250 mm, das entspricht 2,5 mm. Die Verkleidung hat einen Außendurchmesser von 125 mm. Beim Kern unterscheiden wir zwischen Multimode- und Monomode-Faser. Bei der Multimode-Faser beträgt der Durchmesser des Kerns 62,5 bzw. 50 mm. Der Kern einer Monomode-Faser beträgt im Normalfall 9 mm. Je nach Glasfasertyp wird zur Übermittlung der optischen Signale eine LED oder eine Laserdiode eingesetzt. Laserdioden kommen meist bei Monomode-Glasfaserkabel zum Einsatz. Mit Monomode-Fasern werden weitere Übertragungsstrecken zurückgelegt. Bei Multimode-Fasern verwendet man LEDs.